Beim Anlegen der Stelzen braucht Harley noch Hilfe. Die Hölzer müssen fest an die Unterschenkel geschnallt sein. Doch dann ist die 12-Jährige mit ihren Freunden in luftiger Höhe unterwegs, als wären es ihre eigenen Beine. Harley und die anderen sind Flüchtlingskinder aus Syrien und dem Irak. In der türkischen Grenzstadt Mardin werden sie von einer Artistengruppe aus Deutschland für einen Auftritt im fernen Istanbul trainiert. Seitdem hat sich Halles Leben verändert. Die Zirkusleute kamen in unsere Schule für Flüchtlingskinder. Sie machten eine kleine Aufführung und haben uns ihre Adresse dagelassen. Am nächsten Tag bin ich mit meinem Bruder gleich hierher gekommen. Ich war ganz aufgeregt. Jetzt will ich so gut werden, dass ich später anderen Kindern etwas beibringen kann. Halle ist das einzige Mädchen in der Gruppe. Ein großes Talent, sagen die Lehrer. Sie darf mit zu der Vorführung in Istanbul. Hier im Hof eines kleinen Kulturvereins sollen die Kinder mehr lernen als nur jonglieren und auf Stelzen laufen. Und unsere Hilfe ist jetzt nicht die große Lösung, sondern die kleine Lösung für heute, für die nächsten 5 Minuten, für eine Stunde, für einen Tag zusammen mit anderen und anderen wieder was zu geben. Und es gibt einen ungeheuren Aufschub, es gibt einen ungeheuren Spaß und einfach dann Lebensenergie. Ihre Lebensenergie findet Halle nur langsam wieder. 40 Kilometer von Mardin entfernt liegt die syrische Grenze. Die Umstände, unter denen das Mädchen vor 3 Jahren mit ihren Eltern und ihren Geschwistern aus ihrer Heimatstadt Aleppo fliehen musste, waren dramatisch. Auf dem Weg lagen überall ausgebrannte Autos. Und dann gab es auch eine Explosion. Mein Bruder wurde durch ein herumfliegendes Teil verletzt. In Aleppo konnten wir wegen der Luftangriffe nicht mehr ruhig schlafen. Darum sind wir geflohen. Hätte Halle nicht den Kinderzirkus, müsste sie wie hunderte andere Flüchtlingskinder in Mardin auf dem Markt arbeiten und so zum Lebensunterhalt der Familie beitragen. Nun zahlt der Zirkus ihren Eltern den Verdienstausfall. Weil sie sich für ihre Armut schämen, wollten die Eltern nicht, dass wir sie zu Hause besuchen. Meinen Eltern geht es nicht so gut. Sie haben keine Arbeit und kein Geld und fühlen sich in der Türkei fremd. Deshalb würden sie am liebsten mit uns in ein anderes Land weiterziehen. Am Abend packt Halle ihre Tasche. In Istanbul wartet ein Workshop auf die Kinder. Zirkus und Hip-Hop. Die Jungen machen sich dafür schon mal warm. Kunst und Kultur, sagen die ehrenamtlichen Betreuer, sei für arme Kinder genauso wichtig wie materielle Unterstützung. Sie finden hier ein wenig von dem Selbstbewusstsein, das man braucht, um sein Leben später nach eigenen Vorstellungen verwirklichen zu können. Diese Kulturarbeit soll den Kindern helfen, die Welt zu begreifen, dass der Mensch am Ende mehr braucht als nur Brot und Arbeit. Dann ist endlich Abfahrt. Halle und die anderen werden das erste Mal mit einem Flugzeug fliegen. Und auch das erste Mal 2 Tage lang ohne Mutter und Vater sein. Die Aufregung ist riesig. Am übernächsten Tag in der Millionenmetropole Istanbul. 2 Tage Workshop liegen hinter Halle. Das deutsche Goethe-Institut hat die syrischen Zirkuskinder mit benachteiligten Gleichaltrigen aus Istanbul zusammengebracht. Letzte Proben mit einer türkisch-deutschen Rapband. Nehmt euer Schicksal in die eigenen Hände, rappen die Kinder. Wenn ich Hip-Hop tanze und Rap singe, fühle ich mich einfach gut. Ich habe jetzt neben dem Zirkus die Musik entdeckt, die ich mag. Dann geht es endlich los. Das Publikum staunt. Und Halle, das 12-jährige Flüchtlingskind aus Syrien, rappt auf der Bühne auf Arabisch von Frieden, Mut und Gerechtigkeit. Als Zugabe treten sie dann alle auf ihren Stelzen auf. Für Halle war dieser Abend ein Schritt in ein neues Leben.